Mona der Trimax hier. Endlich ist der neue PC da. Ich habe es ja schon mehrmals angekündigt, dass ich ganz dringend einen neuen brauchte. Und zwar hatte ja mein alter PC, jetzt gesehen beim Fortnite-Zocken, ging der teilweise runter auf 25 FPS. Und das schon bei niedrigen Einstellungen. Der Prozessor ist überhitzt. Sommer war ja viel zu heiß. Da hat der PC nicht mehr so richtig funktioniert. Jetzt habe ich einen neuen. Und damit das auch nicht wieder passiert, haben wir jetzt auch ein richtig gutes Kühlsystem drin. Das ist der PC, den werde ich gleich auspacken. Das sind die Teile, die darin verbaut sind. Da kommen wir aber später nochmal genauer drauf zu. Und das sind Teile, die ihr noch gewinnen könnt als Giveaway bei mir auf dem Twitter. Und zwar kommt der Computer von K&M Computer. Die haben den mir zur Verfügung gestellt. Mega geile Sache. Und das ist jetzt auf jeden Fall ein PC, der richtig stark ist. Manch einer sagt, das ist ein Overkill, so einen starken PC braucht man gar nicht zum Streamen. Aber wir werden es dann in den FPS sehen. Das wird mir auf jeden Fall Freude bereiten. Ich packe das Ding jetzt mal fix aus. So sieht er aus. Viel schwerer als mein alter. Keine Ahnung, warum der so viel wiegt. Schlichtes, schwarzes Gehäuse. Da macht man jetzt falsch. Das Ding steht immer mir unterm Tisch in der Ecke, den man sonst nicht sieht. Für uns ist jetzt aber viel interessanter, was da drin ist. Und dafür schraube ich den mal fix auf. So sieht das Ganze von innen aus. Jetzt weiß ich auch, warum der PC so schwer ist. Das Gehäuse ist einfach aus Metall. So von hinten oder von vorne. Ich weiß nicht, wie man das hier nennt. Ihr wisst ja, ich habe von PCs nicht so viel Ahnung. Deswegen habe ich mich da auch schön beraten lassen, weshalb wir jetzt auf diese Teile hier gekommen sind. Ich wollte auf jeden Fall einen richtig, richtig krassen PC haben, weil ich da ja jeden Tag mehrere Stunden dran zocke und streame. Meinen letzten PC habe ich mir ja komplett selber zusammengebaut. Das war dann auch der Grund, warum er es nicht so lange gehalten hatte. Hier habe ich mich jetzt bei K&M Computer beraten lassen, alle Teile. Das sind hier nochmal die, die verbaut sind. Und zusätzlich auch 5 Jahre Garantie. Die Filiale ist nicht weit weg von mir. Wir haben deutschlandweite Filialen. Kann ich einfach mit dem Auto hinfahren. Ja, wenn irgendwas nicht funktioniert, ab in den Kofferraum damit. Kurz hinfahren, eine halbe Stunde und dann ist das am nächsten Tag, ist er wieder einsatzfähig. Das war mir auf jeden Fall sehr wichtig. Und dann noch 5 Jahre Garantie, da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Gehen wir mal hier die Sachen ein bisschen durch. Das ist hier RAM. Das sehen wir hier, glaube ich, da verbaut. Das müsste es sein. Dann haben wir einen Intel Core i9 X-Series. Das ist der Prozessor. Dann haben wir noch eine SSD. Die ist da drin. Noch eine SSD. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Dann haben wir noch ein Wasserkühlungssystem, was mir sehr wichtig war, weil es hier wirklich sehr, sehr heiß jedes Mal wird. Noch ein gutes Netzteil. Grafikkarte. Auch eine sehr gute, für Fortnite wahrscheinlich wieder zu gut, aber wir wissen ja nicht, was noch so für Games rauskommen, falls ich dann irgendwie Battlefield irgendwie auf dem PC spielen sollte, da kann das auf jeden Fall nicht schaden, also der PC auf jeden Fall stark. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare, ich werde das Teil jetzt anschließen, das dauert ja immer noch ein bisschen und ich würde sagen, dann gucken wir mal in eine Runde Fortnite. Vorher hatte ich ja immer so 25 bis 60 FPS. Das sollte sich damit auf jeden Fall steigern. Und wie gesagt, diese Sachen hier auch noch von K&M Computer zur Verfügung gestellt. Das soll ich noch verschenken an euch. Hau ich noch ein Giveaway raus auf Twitter. Da könnt ihr auch auf jeden Fall dranbleiben. So, wir sind jetzt bei Epic. Wenn wir von oben runter gucken, bei 180, 200. Aber es geht nicht weiter runter. Teilweise auf 300. Wir gucken uns das gleich mal an. Trotzdem. Irgendwie, der kommt mich pushen. Ich gehe nach unten. Der kommt jetzt hoch zu mir. Ja. Echt? Irgendwie, das war gerade unnormal. Ich hatte 2 Hits von der Scar kassiert oder tot. Ich weiß es nicht wieso. Musst du regeln. Nice. Scarlett. Digga, man erkennt ja alles, wie flüssig läuft das denn? Und ich dachte immer, die Pros und Pussys, wenn sie in 60 FPS spielen und sagen, sie treffen nichts. Digga, Headshot. Hab ihn. Ich dachte, das sieht nur besser aus.
Man spielt ja automatisch besser. Der ist down, kannst du ihn pushen? Hab beide. Jo. Ich fass es nicht. Gehört. Was denn? Meiner ist weg? Einer ist weg. Wieso ist einer weg? Hast du einen down? Ja. Echt? Ja. Treffer. Hast Kobi gefragt. Ja, super. Super. Super solide. Alter, es macht so viel mehr Spaß zu zocken. Ja, Leute, ich will euch jetzt nicht sagen, geht los und kauft euch einen krassen PC. So krassen PC, wie ich ihn hier habe, braucht ihr nicht. Den braucht ihr... Da hinten sind Gegner. Den braucht ihr nicht, den brauchen wir nur zum Stream. Wo denn? Aber Leute, mit so ein bisschen... Oh, hat mich getroffen. Das hat richtig viel Skill. Scheiße. Ich hab nichts zum Heilen. Hast du was zum Heilen? Ja, Mini und hinten noch Medipack. Alter, ich könnte den ganzen Tag jetzt Fortnite spielen. Das ist wie wenn man einmal Schwarz-Weiß-Fernsehen hatte und jetzt Farbfernsehen hat. Dann will man auch nicht wieder. Oh, der Typ ist da oben. Komm mit mir hoch. Der ist hier genau links unten. Was? Ich hab ihn noch gehabt! Schnell! Bist du nach hinten gegangen? Ja, Junge, ich musste da. Ich konnte da nicht durch eine 10 HP Ding geworfen. Ich wäre nicht durchgekommen, was alles weiter hier. Headshot. Treffer down. Lol, der hat mich angefangen zu schlagen. Oh, wo ist dein Mate? Ah, ich sehe ihn da hinten. Hat drei blaue Hits hinten in der Grube. Ich hab halt nur ein MP, ne? Was wirfst du da? Sicher, dass das die Mates sind? Das sind zwei verschiedene, oder? Ja, das sind zwei verschiedene. Hier ist die Ben. Und die Jam. Wenn es sterben sollte, dann geht's hier nicht. Kann ich es gegen ihn machen? Wo warst du schon wieder? Oh, von oben auf dem Battleberg. Bläh. Was? Der hieß Bläh 8. Digga, seitdem ich so viel FPS hab. Hey Max. Meinst du, ja? Ich könnte auch so ein Sponsorship bekommen mit so einem PC-Hersteller? Ja, safe. Weil ich brauche unbedingt einen PC. 100%, die sind nice. Also, die kriegst du nicht umsonst, du kriegst sie halt günstiger, ne? Noch lower machen bei dir. Aber okay. Ich glaube, das kriegst du hin. Wird mir ja erstmal reichen. Ja. Ey, seitdem ich so viel FPS habe, ist das unfassbar, wie krank ich auf Distanz bin. Das ist geil, ne? Das ist so geil. Nicht rushen alleine. Ich hab so eine kranke Präzision! Ist er down? Ja, er ist down. Wo sind die anderen? Gibt da noch einer? Der ist unter dem Schuss. Oh mein Gott. Mir alle Kills. Ja, weil ich FPS habe. So lächerlich. Leute, holt euch einen PC mit mehr FPS, dann könnt ihr mehr stealen. Wo seid ihr alle? Scheiß sieht auf die falsche Richtung, weil das ist ein Gegner. Ich greif die an. Ich mach den schnell Strobel. Ich kann halt auch nicht irgendwie helfen. Es sind zwei, scheiße. Ja, gut. Ich probier's mal. Da kommt sogar noch ein dritter dazu. Och, echt, Digga. Wie kann man so ein Glück haben und dann hochspringen? Schuss! Oh mein Gott, nice, wer war das? Amar. Ich küsse deine... Ja. Was willst du gerne? Meine Rille. Ja, was mach ich? Wenn es sein muss.
bezahlen muss für den Save. 800.000 Abos bis zur Gamescom, das wird jetzt angepeilt. Kriegt man hin. Kriegen wir hin. Ja, Leute, mega geiler Stream, Kill-Rekord, neuer PC ist da. Super zufrieden. Danke an K&M Computer. Super zufrieden, super geile Runde, super nicer Stream.